Hallo und guten Abend aus Offenhausen. Dass ihr das jetzt zum Plan gehört hat, weiß die Sophie gar nicht. Denn wir singen heute Abend ein Lied, da geht es um Liebe. Und zwar nicht um irgendeine Liebschaft, Liebelei oder sonst irgendwas, sondern eben um bedingungslose Liebe. Wir haben das Glück, miteinander ja, ein Stück weit solche bedingungslose Liebe zu haben. Denn jeder weiß, es geht mal was gut, es geht mal was schief. Und niemand ist perfekt. Und genau deswegen braucht es eben diese bedingungslose Liebe, weil Liebe nicht an Bedingungen geknüpft sein kann und auch nicht geknüpft sein darf. Diese Liebe, sie ist ja ein Stück weit Gottesliebe, die in die Welt hineinstrahlt. Gottesliebe ist ja eben auch so bedingungslos, ganz bedingungslos, noch viel bedingungsloser als unsere wahrscheinlich. Denn Gott fällt es viel leichter zu vergeben oder zu sagen, naja, du passt schon so wie du bist. Denn bedingungslose Liebe, so sind wir mal ganz ehrlich, ist einfach nicht gar so leicht. Wir können nicht jeden Menschen bedingungslos lieben. Umso besser ist es, wenn wir den Menschen gefunden haben, den wir bedingungslos lieben und mit dem wir viel Zeit verbringen dürfen. Wir möchten mit euch ein Lied singen, das Anker in der Zeit heißt. Anker in der Zeit, das ist eben genauso eine bedingungslose Liebe. Für uns ist es natürlich der Anker Gottes Liebe, aber auch der Anker unserer eigenen Liebe, unsere Liebe innerhalb der Familie. Der Anker, der ja alles zusammenhält, der alles an seinem Platz hält. Der Anker, der ja nicht aus dem Boden gerissen werden kann, egal wie groß der Sturm auch sein mag. Eben bedingungslose Liebe. Ein Anker in der Zeit. Singen wir es gemeinsam. Jetzt haben wir ein bisschen Problem, weil das Bayerische Gesangbuch immer nicht so auf der Höhe der Zeit ist und das Buch ist von 2000, das ist für die Bayern einfach zu frisch. Das Lied ist von 2000. Deswegen singen wir es aus dem Kursen Weidigschen Liederbuch EG Plus. Ein richtig cooles Buch, kann man sehr empfehlen, wer es mal bestellen möchte. Tolle Lieder drin. Auch Anker in der Zeit, die Nummer Plus 93. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit, und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle und unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung.
Wir wünschen euch einen solchen Anker. Seid gesegnet, seid behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie. Ach, ein Offenhausen.